Soziale Medien sind aus dem heutigen Leben kaum noch wegzudenken. Für die eine ist es eine Belastung, für die andere ist es eine Gelegenheit. Und ich zeige dir in diesem Video, wie du die sozialen Medien so nutzen kannst, dass du mehr Kunden, mehr Umsatz generierst, also mehr Menschen hilfst mit den Produkten und die Dienstleistungen, die du anbietest. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin seit über 20 Jahren Unternehmer und selbstständig. Und am Anfang habe ich mich dagegen gewehrt, soziale Medien zu nutzen. Sie waren für mich reiner Zeitfresser, reiner Zeitvertreib und nicht wirklich sinnvoll und zielführend. Tatsächlich habe ich mich trotzdem auf einen Versuch eingelassen und mich damals entschieden, die sozialen Medien mehr und mehr auch zu nutzen und dort Menschen zu erreichen, die das brauchen, was ich anbiete. Und heute ist es so, dass mehr als 80% meiner Kunden über die sozialen Medien kommen und im Video zeige ich dir einen wesentlichen Baustein hierzu. Zunächst möchte ich dich einladen zu einem kleinen Ausflug in verschiedene soziale Organisationen. Denn wenn du die ganz genau betrachtest, egal ob du eine Firma hast, ein Verein, eine Partei oder einfach ein Indianerstamm in freier Wildbahn, sind sie alle ähnlich organisiert. Du hast beim Indianerstamm hast du die vielen Indianer und sie werden geleitet in der Regel durch einen Häuptling. Das gleiche gilt für den Verein. Dort ist der Vorstand tätig und in einer Firma gibt es halt den Inhaber oder den Geschäftsführer und bei der Partei den Parteivorsitzenden. Das bedeutet, egal wo du hinblickst in der Welt, sowohl bei uns Menschen als auch bei den Pferden, bei den Wölfen, bei den Hunden, gibt es immer einen Leithengst, einen Leitwolf, der das Rudel anführt. Und bei uns ist es nun mal so, dass der Indianerstamm vom Häuptling geführt wird. Das heißt, alle Organisationen bestehen immer aus einem Leader, dem Häuptling und den vielen Indianern, den Followern. Und der Mechanismus dahinter heißt im Marketing deshalb auch Tribe Marketing. Bedeutet also, Tribe steht für einen Stamm, für ein Dorf, wo eine soziale Gemeinschaft existiert. Und die ist heutzutage nicht immer nur präsent, also offline unterwegs, sondern auch virtuell, online unterwegs und bilden dann sogenannte Communities. Beispielsweise gab es eine sehr erfolgreiche Textilfirma, die sich spezialisiert hat auf die Ausrüstung von Surfern. Und dieses Unternehmen hat tatsächlich den Leader in der Community gewonnen, also einen Weltmeister im Surfen. Und der hat die Hose getragen. Und solange er wohlmeinend zu dieser Hose stand, wurden auch die Absätze immer weiter hochgehalten. Eines Tages, als eine neue Hose rauskam, saß er stundenlang auf seinem Brett und hat sich beide Nieren entzündet. Der Hintergrund war, dass die Hose nicht schnell genug trocknen konnte. Was hat er gepostet? In seinen Kanälen als Leader hat er gesagt: Diese Hose ist der letzte Dreck, kauf die nicht. Folglich gingen die Absätze wieder hinunter. Das bedeutet also, Leader oder auch Influencer, wie wir sie nennen, haben eine große Auswirkung, eine große Glaubwürdigkeit in ihrer Community. Und das ist genauso, wie auch der Häuptling eine große Glaubwürdigkeit bei den Indianern hat oder Geschäftsführern seiner Firma. Was bedeutet das jetzt für dich? Wo liegt hier deine Chance begraben? Ganz einfach, jeder von uns kann heutzutage seinen eigenen Stamm gründen. Du brauchst nicht Millionen an Etat, um dann Wettbewerbsaufklärung und Analysen und Marktanalysen und Zielgruppenanalysen nur zu machen. Vielmehr kannst du mit dem du sowieso an den Markt herantreten willst, deine Produkten, deine Dienstleistungen, kannst du Tests machen, du kannst Content produzieren, Texte, Bilder, Audios, Videos oder einen Mix davon und kannst das dann über die sozialen Medien zur Verfügung stellen. Und danach wirst du das erleben, was Ernst Reuter gesagt hat. Er sagte nämlich, der einzige demokratische Richter, der über deinen Erfolg am Markt entscheidet, ist tatsächlich der freie Markt, sprich die Summe der Menschen. Sie stimmen mit ihren Beinen ab und suchen dich auf in deinem Geschäft oder gehen woanders hin. Und digital in sozialen Medien geht es noch viel einfacher. Die Menschen liken oder reagieren halt nicht. Sie teilen oder reagieren nicht. Oder sie werden sogar dein Follower oder dein Abonnent. Und so formt sich dein persönlicher Stamm. Und die Frage, macht es Sinn? Ist es moralisch vertretbar? Ich persönlich glaube sehr wohl, wenn der Content relevant, wichtig, zielführend, einen Mehrwert bringt, einen echten Nutzen bringt, also Menschen dazu ermutigt, etwas zu tun, was sie vorher nicht konnten. Egal, was du heute machst, ob du irgendein Essen kochen willst, kannst du das Rezept googeln, weil andere YouTube-Leader die Entscheidung getroffen haben, ihr Wissen zu teilen. Wenn du etwas reparieren willst, dein Computer, dein Auto, du findest das Wissen. Wenn du Klavier spielen willst oder singen willst, es gibt Menschen, die lassen sich dich kostenlos an deinem Wissen teilhaben. Und die gleiche Chance hast auch du, denn ein YouTube-Kanal oder eine Facebook-Gruppe oder andere Communities aufzubauen, kostet fast kein Geld.
Und wenn du ein Spezialwissen aufgebaut hast, also auf jeden Fall in deinem Umfeld die Person bist mit dem meisten und besten Wissen, den größten Erfahrungen und den Methoden, die funktionieren, dann wirst du auch mit der Zeit immer mehr eine Art Experte. Und dieser Expertenradius dehnt sich nicht nur auf dein Umfeld aus, deine Nachbarn, Kollegen, Freunde und Familie, sondern bundesweit, weltweit, international werden Menschen, die deine Sprache können, deinen Content auch sehen können über die sozialen Medien. Und wenn Menschen mehr Fragen haben oder du Zusatzdienstleistungen anbietest, dann werden sie sich möglicherweise auch an dich wenden, um dich zu beauftragen, deinen Shop zu besuchen, dein Kunde zu werden, dich weiterzuempfehlen oder als Geschäftspartner zu gewinnen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, nicht nur deinen Finanzplan und Businessplan aufzustellen, sondern auch ein wirklich plausibles, fundiertes Marketingkonzept aufzusetzen und umzusetzen, kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur Unternehmensberater und Coaches und Steuerberater und Rechtsanwälte bei uns im Team, sondern wir haben auch Marketing-Experten und auch die entsprechende Logistik und Erfahrung, die ersten Schritte mit dir gemeinsam zu gehen. Wenn du also selbst ein Tribe-Marketing-Leader, also ein Führer einer virtuellen Gemeinschaft, ein Influencer werden möchtest, dann möchte ich dich hiermit dazu auch ermutigen. Denn der Mehrwert für andere ist groß, wenn du echt etwas beizutragen hast, was anderen Menschen hilft. Deshalb mach jetzt gerne Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch. Vergiss aber nicht, das Video zu liken, die Glocke damit auch zu abonnieren und den Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft informiert wirst, wenn wir neuen Content produzieren. Und brauchst du Hilfe bei anderen Themen, Finanzplan, Businessplan, Fördermittel, dann stehen wir dir auch gerne zur Verfügung, von deiner Vorgründung schließlich bis zu einem Exit dein Unternehmen zu bewerten und zu verkaufen. Ich wünsche dir nun viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.